wollte mal meine Reihe einfache Klassiker fortsetzen und das mit einem richtig leckeren Schokikuchen. Da freut sich unser Jüngster, der mittlerweile ja auch schon etwas größer ist, weil da kommt bei mir nämlich noch ein Schuss rein und der darf das natürlich auch mitessen. Wer das nicht mag, kann das einfach weglassen. Ich mache Rührkuchen sehr gerne einfach mit dem Handmixer, weil die Zutaten alle hintereinander reinkommen. Also die kommen nicht alle einfach in den Topf und werden verrührt, sondern brauchen ganz viel Liebe. Und als erstes starte ich mit 150 Gramm Butter. Die muss richtig schön cremig gerührt werden. Wenn die Butter richtig schön cremig ist und auch ein bisschen heller geworden ist, kommen 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und eine gute Prise Salz dazu. Und das rührt ihr auch einfach unter. Nun kommt schon die erste Portion Schokolade dazu. Und ich habe hier 150 Gramm Zartbitterschokolade. Die habe ich mir separat im Wasser oder über dem Wasserdampf schon mal geschmolzen. Die darf natürlich nicht ganz heiß sein, sollte dann ein bisschen abkühlen. Kommt jetzt hier drunter und wird auch wieder untergerührt. Zur Schokoladenmasse kommen jetzt 2 Eier und 4 Eigelbe. Eiweiß müsst ihr natürlich zur Seite stellen. Die Eier beim Einrühren immer schön einzeln dazugeben und jedem Ei so eine halbe Minute Rührzeit geben. Und ich gebe natürlich einen Schuss dazu. Und in meinem Fall ist das ein Vanillerum. Und warum mache ich das? Weil das einen ganz besonderen Kick gibt, einen ganz besonderen Geschmack. Dann schmeckt der Kuchen noch mal lecker. Aber ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt ihn weglassen oder vielleicht ein Aroma dazugeben. Mehl muss natürlich noch dazu und ich habe hier 150 Gramm Mehl, eingestrichenen Teelöffel Backpulver und einen guten Esslöffel Backkakao. Das Ganze gut unterrühren und nach zum Teig geben. Der Teig, der ist soweit fertig, sieht super lecker aus und schmeckt auch total gut. Jetzt muss ich nur noch die 4 Eiweiße aufschlagen und lasse 75 Gramm Zucker zwischendurch einfach einrieseln. Den Backofen habe ich angemacht auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Dann fehlt nur noch meine Backform, die muss ich noch einfetten. Und nun muss nur noch das Eischnee, was ich wirklich sehr feste aufgeschlagen habe, in die schon leckere Schokomasse. Einfach unterheben, am besten mit einem Spachtel. Und zwar ganz vorsichtig. Wenn Eischnee untergerührt ist, kann der Teig schon in die vorbereitete Backform. Ich habe meine gefettet und gemehlt und dann geht der Kuchen für 35 bis 40 Minuten in den Backofen. Macht da auf jeden Fall die Stäbchenprobe. Mein Schokoladenkuchen war jetzt genau 40 Minuten im Backofen. Er ist jetzt noch ein bisschen zu heiß, um den zu stürzen. Aber ich mache in der Zwischenzeit schon mal meinen Guss fertig. Und dafür habe ich 150 Gramm Zartbitterkuvertüre. Die gebe ich in meinen Schmelztopf. Und da lasse ich die zusammen mit 60 Gramm Sahne einfach schmelzen und wieder ein bisschen abkühlen. Kein Schokoladenkuchen ohne Schokoladenguss. Der muss natürlich unbedingt da drauf. Und den verteilt er jetzt einfach auf dem ganzen Kuchen und schön verstreichen. Ich habe ein bisschen Backpapier noch unter mein Gitter gemacht, falls ich hier rummatsche. Und danach muss der Kuchen natürlich auskühlen. Der Guss muss fester werden. Und dann wird er aufgeschnitten. Und dann seht ihr auch das Endergebnis. Schaut euch noch unbedingt den Zitronenkuchen an. Den könnte ich hier alle 3 Tage backen und der wäre ruckizucki wieder aufgegessen, weil der total lecker ist. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem leckeren, saftigen Schokoladenkuchen. Bis dahin, eure Bianca.